Beschränkung im Innenverhältnis, wie ich gerade schon sagte, absolut üblich. Das heißt, wir sagen, Herr Prokurist Krause, Sie dürfen nur Einkaufsgeschäfte machen für unser Unternehmen. Jetzt kommunizieren Sie mit einem Dritten. Der kennt Sie als Prokurist, der hat Sie auch überprüft. Sie stehen im Handelsregister ordnungsgemäß als Prokurist. Das heißt, der weiß jetzt, der hat mit dem zweiten Ich des Kaufmanns zu tun. Jetzt überschreiten Sie Ihre im Innenverhältnis vorgenommene Begrenzung und machen mit dem kein Einkaufsgeschäft, sondern ein Verkaufsgeschäft. Dann ist der Dritte geschützt. Der Dritte ist geschützt. Sie haben intern eine Übertretung begangen und haften dafür im Innenverhältnis, aber der Dritte ist geschützt. So, was ist der Sinn von dem Ganzen? Wenn ich als Dritter mit einem Prokurist zu tun habe, muss ich darauf vertrauen können, dass ich mit dem fast alles machen kann. Außer, dass er mir ein Grundstück verkauft oder belastet. Aber sonst muss ich darauf vertrauen, dass der alles können darf, denn der ist das zweite Ich des Kaufmanns. Und ich als Dritter habe einen geschäftlichen Umgang, wie wenn ich mit dem Kaufmann selber verhandeln würde und Geschäfte abschließen würde. Der Dritte ist geschützt. Das ist die Idee des Paragraph 5. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.